Und willkommen zurück. Wir haben noch ein paar Schlachten vor uns. Zwei, um genau zu sein. Die hier wird super knackig. Aber zuerst holen wir uns jetzt Dol Guldur. Das wird dann. Ja, das dürfte ganz gut aussehen. Dol Guldur holen wir uns jetzt noch. Ja. Echtzeit. Fünf Bataillone Reitertypen. Puh. Kann ich noch spitzeln irgendwie? Nee, ich glaube, es geht nicht. Nee. Okay. Dann muss ich so damit klarkommen. Die Reiter sind natürlich ein Problem. Klar, ich habe Lurz. Und der ist mächtig, aber gegen Drogoth oder Drogoth oder wie auch immer man den ausspricht, ist es knackig. Ziemlich knackig. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Die Frage ist halt, soll ich frontal rein oder soll ich erstmal. Ich glaube, frontal rein ist genau der falsche Weg. Ich gehe nicht frontal rein. Ich mache erstmal hier mein Gebiet klar. Genau. Genau, die ganzen Spinnen müssen weg. Um die muss ich mich kümmern. Die Armbrustschützen ein bisschen verteilen. So. So, dann kann Lurz da mal loslegen. War ja auch nicht schwer. So, er one-shottet die Spinnen noch nicht. Vielleicht jetzt. Trolle, die müssen zuerst weg. Nein, Drogoth muss zuerst weg. Das müsste laufen. So. Das gab auch super Geld. Bitte immer noch Drogoth töten. Sie sind fast alle tot, aber nicht alle. So, dann bauen wir jetzt hier eine Festung hin. Ja, ist mir egal. Ich bestimme, ob das ein guter Platz ist oder nicht, ne? Nur damit das mal klargestellt ist. So, das Katapult sollte weg. Und der Berserker dann so ein bisschen. Berserker? Berserken-Berserker? Oder was machen die eigentlich? Ein Techniker technikt ja auch nicht, ne? Nein, tut er nicht. Na gut, ein Armbrustschütze schützt aber irgendwie. Aber ob er Armbrust schützt? Nee. Nee, nee. So funktioniert das nicht. Rumschrei bis zum geht nicht mehr. Auch lustig. Na, kriegt man die 75? Ja, die 75. Nice. Bitte haut's doch das blöde Katapult weg. Das nervt. So, ich muss bald ausbilden, weil Orks, die spammen ziemlich. Zumindest können sie das. Und auf Dauer ist das nicht so super. So, Katapult haben wir zerstört. Dann rennen die da mal hinterher. Der Lurz macht es hier schon irgendwie. Ja, nee, der stirbt. Aber die Festung ist gleich fertig, dann können wir wiederbeleben.
Das ist dann auch in Ordnung. So, Lord stirbt jetzt. Keiner hat mehr das Kommando, das ist das Problem. Wenn doch bloß die Festung fertig wäre. Na gut, ich muss jetzt... Ja, Festung, viele Orks. Ja, ist noch, ich bin gerade noch in der kritischen Phase. Na. So, erstmal Lurz. Na? Das töten sie, okay. Feuert Minen, interessant. Naja, ob das so wird, wie ich mir das wünsche, ich weiß ja nicht. Naja, sobald Lurz da ist, müsste es wieder langsam besser werden. Gut so. Dann hau jetzt mal durch. Hier ein bisschen Boom Boom und ein bisschen Bam Bam. So. So, da hat es also Spinnen. Na, ich weiß noch nicht. Bauen wir erstmal wieder die Urukrube auf. Dann machen wir hier diesen Spinnenkram. Genau. Habe ich hier auch irgendwo noch Truppen? Scheint so. Okay. Okay. Ah, lass doch den Schwein. Ja, gut. Dann stirbt er halt. Dann brauchen wir halt zwei Baumeister. Ist jetzt auch wurscht. Ja, genau, das ist das Ding. Der Schmelzofen wird angegriffen. Arbeit, Arbeit. Ja, ganz viel Arbeit. Müssten wir jetzt aber hier eigentlich irgendwann mal verteidigt haben, oder? So. Passt. Na Lurz, dann hau doch mal drauf. Ach, da hinten haben sie mir das kaputt gemacht. Ja, danke. So. Das schaut doch jetzt ganz vernünftig aus.
Dann machen wir jetzt hier einen Mauerknoten. Und hier auch noch. Also ich baue da jetzt einfach mal zu, damit ich mich da nicht mehr drum kümmern muss. Dann habe ich einfach viel weniger Probleme mit Flankenangriffen. Ah, hat das überlebt? Sehr schön. So. Dann bauen wir hier jetzt noch so eine Rüstkammer. Genau, gerastet wird nicht. Ihr sagt's es. Beste Mauer ever. Kann ja gar nichts mit anfangen. Nerv. Ja gut, dann bauen wir halt von der Seite aus, okay? So. Kannst du wenigstens irgendwo hochbauen? Oh Gott, da geht ja gar nichts. Nichts geht da, gar nichts. Ja gut, dann bauen wir halt von... Ja, das ist ja auch doof hier. Na? Na, mal gucken. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber okay. Wie kommt denn da irgendwelches Zeugs hin? So, ups, Gegner, hupsi, ja, mitten in deiner Festung. Ja, wie kann das denn passieren? Hoi, das ist ja komisch. Oh, ja, doof, ne? Wieso? Wo und wieso? So, sehr schön. L, schlechter Hotkey. Also ich glaube mal, dass der Gegner schon sehr bald aufgeben wird, weil das wird dann nicht mitmachen. Nee. Würde mich ja sehr wundern. Aha. Ah ja, die zerstören diese Dinge. Gut. Auch in Ordnung. So. Ich möchte wissen, ob der da durchgehen kann oder nicht. Wenn ja... Wäre das super blöd, weil... Dann müsste ich halt hier noch so eine blöde Mauer bauen, ne? Ja, der kommt da durch. Dachte ich mir schon. Das Spiel mag mich einfach nicht. Dann haben wir halt jetzt zugebaut. Egal. So... Na, ob das zu ist, ich weiß ja nicht. Bau mal lieber doppelt gemoppelt. So. Der hier kann halt gar nichts, ne? Ich glaube, ich verkünstel mich hier gerade ein bisschen zu sehr mit den Mauern. Aber wann komme ich schon mal dazu, Mauern zu bauen? Jetzt seid's mal ganz ehrlich, bitte. Wann
Wann darf ich denn mal Mauern bauen? Das kommt doch so gut wie nie vor. Von dem her genieße ich das halt. So, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich genieße es. Könnt ihr den nicht verteidigen? Also ganz im Ernst, das ist doch so zum Kotzen. So. Keiner hat jetzt das Kommando. Gibt keinen mehr, der das Kommando hat. Kommandos sind tot. So, dann bild mal wieder aus. Und dann rennen wir wieder los. Und dann muss ich ein Tor bauen. Hier hinten zum Beispiel. Und da unten. Und hier wäre ein Tor ganz gut. Ja, und dort bauen wir dann noch ein Tor. So. Sehr schön, dann gib mir doch bitte den Mist. Ums Geld. Na also. Wunderprächtig. Hier hat's doch irgendwo ein Tor, oder? Hier hat's ein Tor. Das lassen wir mal zu. Wollte ich hier nicht ein Tor bauen? Doch. Sehr schön, Feuerpfeile. Also. Na also. Können wir hier noch Schmelzofen bauen? So. Ja, und dann natürlich Ballisten, ne? Ach, ich hab schon 6 Stück. Lol. Ach ja, die können das ja. Ja, lustig. Eigentlich nervig, aber ja, eigentlich ist es auch irgendwo lustig. Naja. Ups, Gegner! Oh, wer hätte das denn gedacht? Mitten in eurem Gesicht. Ja, das ist natürlich doof. Ja, so ein bisschen über die Mauern. Aber das macht nichts. Ich habe das Tor, das ist offen. Ich kann da durch. Schade, dass ich keine Türme bauen kann. Wo auch immer die hingehen. Boah, cool. Egal. So. Ja, komm, das haben wir doch jetzt gewonnen, oder? Jetzt sind wir doch richtig auf einem Vormarsch. Ich habe mich hier richtig schön aufgebaut. Hier kann er doch jetzt nichts mehr machen, um mich aufzuhalten. Müsste er nicht bald meiner grenzenlosen Macht nachgeben? Oder so? Ich dachte, da wäre sowas in der Art mal gewesen. Also ich frage mich wirklich, wie er das noch gewinnen will. Da 1000 Millionen Ballisten.
Er ist doch vorbei. Aber er gibt nicht auf. Naja. Ja, läuft doch ganz gut. Schade, dass ich die Minenwerfer nicht gesehen habe. Obwohl die wahrscheinlich einen guten Rums haben. Oh, dann bauen wir hier den nächsten Turm. So, da kommen sie spinnen und sterben. So, ein letztes Upgrade wird gebaut. Jetzt bräuchte er halt Flächenschaden. Ach, er hat keinen. Ja, wie doof. Das ist ja seltsam. Ein sehr seltsames Tor. Eigentlich finde ich es ziemlich blöd. Er schaut cool aus, aber wie es geöffnet wird, ist... fällt mir nicht. Persönliche Meinung. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt gibt er auf. Jetzt, weil... Nee, du. Egal. Die Boom. Das war ein Riesenfehler von der KI. Mich hier so stark aufbauen zu lassen. Da sind ja jetzt 100 Ballisten drin. Und alles ausgerüstet. GG. Da, keine Chance. Boom. So. Damit beenden wir allerdings jetzt auch schon wieder die ganze Aufnahmesession. Ich habe genug. 9 Belagerungsmaschinen hier. Und 3 nochmal da. 12 Ballisten. Ach, krass. Ja. Wie gesagt. Erstmal hier Ende, das sieht sehr gut für uns aus, würde ich sagen. Und damit letzter Aufruf in diesem Video. Schaut euch das Infovideo an, wenn ihr mitmachen wollt. Da steht alles beschrieben, ich sag auch zu allem was. Und ansonsten, Samstag, der 11. März, fängt die Runde an. Und dann immer im 2-Wochen-Turnus um 18 Uhr, 18 Uhr abends, Samstag. Sollte ungefähr 2 Stunden gehen. Stream auf Twitch mit 5 Minuten Delay, habe ich mir überlegt. Ja, und danach anschließend sofort auf YouTube hochgeladen mit der Abstimmung, wo ihr als nächstes angreifen wollt. Und so geht es dann immer weiter. Damit beende ich hier. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! Thank you.